der auch gar nicht dafür gemacht ist, dass man ihn so sehr erklärt. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen angeklungen. Ihre Geschichte ist auch ein bisschen eine Geschichte der Läuterung. Denn so ein Chef, wie wir Sie gerade dargestellt haben, waren Sie nicht immer. Sie sind 2005 ins elterliche Unternehmen eingestiegen. Ein Jahr später starb Ihr Vater bei einem Unfall. Sie sind also sehr abrupt plötzlich tatsächlich Chef geworden. Wie haben Sie sich damals empfunden? Wie war Bodo Jansen als Chef, als es losging? Ich habe mich als jemand empfunden, der die Welt in der Tasche hatte, schon seit eher, schon als er klein war. Und auch nach dem Einstieg ins elterliche Unternehmen hat es nicht nachgelassen. Ich hatte widrige Umstände. Mein Vater ist beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Und ich hatte nichts gelernt, keinen Hochschulabschluss. Ich habe keine Ausbildung gemacht und bin dann ins elterliche Unternehmen rein. Und irgendwie habe ich es dann dennoch geschafft, selbst nach einer Insolvenz das Unternehmen irgendwie in eine gute Richtung zu bringen. Ja, und so bin ich dann zu einem Menschen geworden, der im größten Büro des Hauses, am größten Schreibtisch des Hauses saß und sich eben so, wie es sich für einen Geschäftsführer gehört, dort oben platziert hat in seinem Elfenbeinturm. Und der Blick in den Spiegel, der dauerte meistens etwas länger, nicht um die Haare zu machen, sondern weil ich das, was ich dort gesehen habe, richtig cool fand. Also es war schon so ein bisschen so narzisstisch, ja? Sie fanden das schon... Ja, ich war einfach überzeugt von dem, was ich getan habe. Ich hatte das Gefühl, auf alles eine Antwort zu haben. Und egal, was auch auf mich zukam, es gab vieles, was ich im Leben erlebt habe. Viele Widerstände, viele Krisen, die ich durchlebt habe. Und ja, irgendwie schien mir alles zu gelingen. Und das hat dann ja mein Selbstbewusstsein nicht, aber mein Selbstwertgefühl doch sehr stark in die Höhe getrieben. Und dann gab es den Moment, als Sie eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt haben. Und wahrscheinlich haben Sie ja auch erwartet, dass die Ihnen gute Noten bescheinigen. Ne? So wie Sie sich selbst gefühlt haben. Das ist das eigene Selbstbild. Ja. Was kam daraus? Ja, ein guter Mitarbeiter, der fragte mich zunächst einmal, was ich denn so für ein Empfinden hatte, was da rauskommt. In Schulnoten ausgedrückt, dachte ich so zwischen 2 und 3. Und er sagte ja nicht ganz, das war zwischen 4 und 5 in Schulnoten ausgedrückt, bei den geschlossenen Fragen. Und schlimmer war es dann noch bei den offenen Fragen. Da war die Frage, was braucht ihr, um besser arbeiten zu können? Und ich blätterte das Pamphlet so ein Stück weit durch und dann sah ich plötzlich diesen Satz. Und ja, damit einherging die absolute Kränkung meines narzisstischen Ichs. Dort stand nämlich, wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Jansen. Oh Gott, diese Umfrage mache ich lieber nicht bei mir. Ich bin sicher, du schneidest sehr. Naja, also. Doch, muss mir jetzt mal gesagt werden. Wie ging es denn weiter? Also es war ja wahrscheinlich erstmal ein Schock, das so zu lesen, aber Sie sind dann ja aktiv geworden. Und unter anderem sind Sie ins Kloster gegangen. Wir haben das auch gerade gesehen. Anselm Grün hat sich geäußert, der auch schon zu Gast in dieser Sendung war mehrmals. Was haben Sie im Kloster gelernt, was Sie dann zu einem anderen Chef gemacht hat? Ja, wir haben uns erstmal mit der Thematik beschäftigt und das Kernthema, worum es ging, das war Führung. Die Menschen fühlten sich nicht geführt, sie fühlten sich gemanagt. Ja, Manus Agere an der Hand führen, der erste Manager, den es gab, das war halt ein Zirkusdompteur, der die Tiere zu etwas bewegt hat, was sie sonst nie tun würden, mit Zuckerbrot und Peitsche. Und darum arbeitet der Manager auch in der Manege. Und es ging halt auch ums Management, es ging um einfache Dinge wie Löffel und Pfannen, die fehlten, Arbeitsinstrumente. Aber das Kernthema war wirklich Führung. Und wir haben uns damit beschäftigt und gefragt, ja, was versteht ihr denn unter Führung? Oder was können wir tun, damit die Menschen sich geführt fühlen? Und da ist uns allen nichts eingefallen. Wir hatten keine Ahnung, worum es ging. Und dann bin ich halt ins Kloster und habe dort 2 Kernsätze gehört, die mein Leben doch entscheidend verändert haben. Und der erste Satz war, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Und der zweite Satz war, Führung ist Dienstleistung und kein Privileg. Und schon der erste Satz, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen, brachte gleich mehrere Fragen zutage. Ja, Bodo, wohin führst du dich? Führst du dich überhaupt oder unterliegst du der operativen Schwerkraft des Alltages, dem Diktat der Zahlen, der Gewinnmaximierung, der Managementprozesse? Und ich hatte keine Ahnung, wohin ich mich führe. Und diese Frage hat mich neugierig gemacht. Ja, was bedeutet denn das, sich selbst zu führen, sich selbst, sein Leben zu führen? Was gibt meinem Leben eine Bedeutung? Und ich fand das im Kloster so gut, dass ich dann gesagt habe, ja, ich bleibe gleich mal ein bisschen da. Frau Wagen, gefällt Ihnen das? Also nur wer sich selbst führen kann, kann auch andere führen. Und Führung ist eine Dienstleistung und kein Privileg. Mhm.
Ja, ich finde überhaupt diese auch kritische Selbstreflexion, finde ich, also unheimlich respektabel, weil es natürlich oft so ist, dass gerade wenn jemand ein Unternehmen erbt, dann sozusagen alles bereitet ist und dann geht man davon aus, das wird schon alles laufen. Und ich muss sagen, da habe ich höchsten Respekt, wenn man dann so einen Schritt zurücktritt und wirklich sich auch hinterfragt. Also ich finde das wirklich klasse. Mhm. Es herrschte schon so ein leichter Zwang. Ich hatte im Jahr 2006, als ich eingestiegen bin ins Unternehmen, schon mal eine Befragung gemacht. Und die war auch nicht so gut. Zumindest war sie nicht so gut, als dass ich das Gefühl hatte, sie präsentieren zu müssen. Ich habe sie in der untersten Schublade versteckt. Das Dumme war nur, dass die Mitarbeiter sich daran erinnert haben, dass sie etwas geschrieben haben und mich daraufhin auch wieder erinnert haben, dass es doch Ergebnisse geben müsste. Und die waren halt nicht da. Also das Verschweigen war keine gute Idee. Zurückgeben. Das hätte ich das Unternehmen zurückgeben. Das hätte ich am liebsten gemacht. Und mein Vater war 3 Jahre zuvor mit dem Flieger abgestürzt. Also das ging auch nicht. Und schönreden war auch nicht möglich, weil die Mitarbeiter wissen ja nicht nur, dass sie was geschrieben haben, sondern auch, was sie geschrieben haben. Und da gab es nicht so viel schön zu reden. Und somit hatte ich nur die Möglichkeit, ja, Flucht war nicht möglich, Angststarre war auch nicht so gut. Also nach vorne gehen. Und ja, das war wie so ein Sprung vom 10-Meter-Brett. Man steht dort und überlegt, mache ich das jetzt? So ein komisches Gefühl im Bauch. Aber nachdem ich gesprungen bin, war alles einfach und schön. Und das ist das, was mich im Nachhinein auch so begeistert hat. Und ich würde so gerne mal zeigen, was Sie, also ganz konkret, was Sie verändert haben. Sie haben die Meditation für sich entdeckt, haben also erstmal sich mit sich selbst beschäftigt und haben dann auch einige Stellschrauben im Unternehmen gedreht. Unter anderem machen Sie ganz besondere Reisen mit Ihren Mitarbeitern, beziehungsweise haben damit jetzt gestartet. Sie waren am Kilimanjaro und wir haben ein paar Bilder. Bitte schön. Tränen in den Augen, wenn er das sieht. Wirklich, ja. Immer noch. Weil es wirkt so ein bisschen wie so eine Jack Wolfskin-Werbung. Aber sie berührt das sehr. Ja, das ist das, was ich im Kloster gefunden habe, ist so mein persönliches Leitbild. Unternehmen haben Leitbilder, aber hat der Mensch ein Leitbild? Und bei dem Leitbild geht es darum, welche Bedeutung gebe ich meinem Leben? Und mich berührt der Anblick eines glücklichen Menschen. Und ich habe ganz viele glückliche Menschen gesehen. Und gerade diese jungen Leute, das waren Auszubildende, mit denen wir oben waren. So ein junger Mensch, der bekommt bis zu seinem 18. Lebensjahr mehrere 10.000 Mal gesagt, was er alles nicht kann. Und das sind alles kleine Nadelstiche von den Eltern, ganz unbewusst, von den Lehrern. Und irgendwann entsteht so ein inneres Bild des Scheiterns. Ja? Ich kann nichts, ich bin nichts und aus mir wird nichts. Und ich hatte das Gefühl, ich möchte dem was entgegensetzen. Und wir haben Auszubildende gefunden, wo die Eltern gesagt haben, du hast noch nie was in deinem Leben geschafft. Auszubildende gefunden, die mit 21 Jahren bei 1,70 Meter, 140 Kilo schwer waren und gesagt haben, schaut mich an, aus mir wird nichts, ich bin gehänselt worden in der Schule und dann Fehlzeiten auch haben. Und ich glaube einfach an diese Menschen. Ich glaube, dass das viel mehr in den Menschen steckt, als sie tatsächlich nach außen tragen können, weil andere ihnen gesagt haben, was sie alles nicht können. Ich würde so gerne wissen von Ihnen, weil wir auch unbedingt noch über die Entführung sprechen möchten, die Sie erlebt haben, weil in Ihrem Buch sehr deutlich wird, dass das ein Meilenstein auch für Sie war. Für die Auszubildenden ist es sicherlich auch diese Reise gewesen, die Ihnen viel Wertschätzung entgegengebracht hat. Was haben Sie bei dieser Entführung gelernt? Denn Sie sagen in Ihrem Buch ganz explizit, es hat auch was damit zu tun, wie ich heute führen kann und auch was damit zu tun, dass ich etwas gelernt habe über mich und über das Leben. Was kann man Positives aus einer Entführung ziehen? Also ich habe gelernt, dass in dem Moment, wo mein Glück an etwas hängt, was man mir nehmen kann, dass es dann auf Sand gebaut ist. Wenn ich an die Entführung denke, ich hatte Scheinhinrichtungen dort erlebt. Und in diesen Sekunden im Angesicht des eigenen Todes, da nimmt man Abschied. Darf ich da mal kurz nachfragen? Wir müssen es vielleicht einmal kurz erklären. Nicht jeder hat das noch so präsent. Die Entführung ist 18 Jahre her. 24, glaube ich. 24 schon. Das waren, wenn Sie uns einmal noch mal kurz erklären, es waren mehrere 98, Entführer, die 98. Sie, 98, genau, richtig, die Sie quasi unter einem Vorwand in diese Hochhäuser gelockt haben. Sie waren mit einem der Entführer auch befreundet, der hatte sich ihr Vertrauen erschlichen. Dann haben die Männer Sie entführt, 8 Tage gefangen gehalten. Und was ist in diesen 8 Tagen Ihnen passiert? Also was meinen Sie mit Scheinhinrichtung? Ja, in diesen 8 Tagen haben die Entführer natürlich sehr viel dafür getan, um mich einzuschüchtern, um mich im Rahmen zu halten, was im Endeffekt sehr gut war, weil ich ein
jemand da, der auch ganz gern aufs Ganze geht. Und dadurch, dass sie mich eingeschüchtert haben, habe ich es dann sein lassen. Und diese Einschüchterung, die bestand eben auch darin, dass ich Scheinhinrichtungen unterzogen wurde. Das kann man sich ganz einfach vorstellen im Bild. Ja, hinknien, Kinn auf die Brust, Pistole in den Hinterkopf und gleich ist es vorbei. Oder auch andere perfide Wege, die sie gewählt haben, wo sie mir Tabletten verabreicht haben und gesagt haben, so, wir sind jetzt ja schon miteinander bekannt, nimm die Tabletten, den Rest machen wir, wenn du schläfst. Und ich dann die Tabletten genommen habe und im Halbschlaf überlegt habe, ja, ist denn das der Tod? Das Spannende an der Entführung war in genau dieser Situation, dieses Abschiednehmen. In dem Moment, wo ich Abschied nehme von meinem Leben, passiert etwas ganz, ganz Spannendes. In der ersten Sekunde war ich empört. Ja, im Angesicht des Todes, nämlich, dass ich nicht mehr zur Vorlesung gehen konnte. Das war etwas Terminliches. Also ich habe gedacht, das darf doch jetzt nicht sein, ich muss doch zur Vorlesung. Nachdem ich dort einen Haken hintergemacht habe, ging es dann weiter zum Materiellen. Und das Materielle war mein schönes Auto, die schöne Wohnung, ich war als Fotomodell unterwegs, ich war eh so ein Oberflächenphänomen, alles war schön und toll, hat mich fasziniert. Und selbst da musste ich dann einen Haken dahinter machen, das sehe ich jetzt nicht wieder. Nachdem ich da einen Haken hintergemacht habe, waren es die Menschen, von denen ich mich verabschiedet habe. Angefangen von irgendwelchen Menschen bis hin, das letzte Bild, was ich gesehen habe, war das meiner Mutter, meines Vaters, von denen ich mich verabschiedet habe. Und es war ja auch geplant, dass sie ums Leben kommen. Ja, genau. Also der Plan der Entführer war, das Geld nehmen, solange sie am Leben lassen, sie einschüchtern und dann eben sie tatsächlich auch umbringen, die Leiche beseitigen, was man ihnen auch noch erzählt hat, wie man die Leiche genau beseitigen will. Also eine Atmosphäre 8 Tage lang der wahnsinnigen Angst und Einschüchterung. Warum können Sie heute trotzdem sagen, ich bin den Entführern dankbar? Ja, ich bin nicht den Entführern dankbar, ich bin dieser Erfahrung dankbar und ich kann diesen Entführern vergeben, weil das für mich eine Krise war, die auch ein Stück weit mein Leben verändert hat. Ich habe einfach gelernt, dass es Dinge gibt, die man mir nehmen kann. Und wenn mein Glück darauf fußt, dann bin ich abhängig von diesen Dingen, die mich glücklich machen oder meinen inneren Frieden bringen. Und die Aufgabe bestand für mich im Kloster darin, etwas zu finden, was mich glücklich macht, was mir inneren Frieden schenkt, was man mir aber nicht nehmen kann. Und das war dann im Endeffekt der Anblick eines glücklichen Menschen. Und wir haben gerade Menschen gesehen. Und ich darf ganz häufig glückliche Menschen sehen, ob wir Schulen in Ruanda bauen oder die Mitarbeiter ganz einfach tolle Projekte machen. Und dafür trete ich an. Das ist mein Maßstab. Jeden Tag darf ich mich fragen, Bodo, kannst du in 35 Jahren deinen Enkelkindern zur Nacht eine Geschichte von glücklichen Menschen erzählen? Ich kann niemanden glücklich machen, aber als Unternehmer habe ich die Möglichkeit, Plattformen zu schaffen und auch die Menschen an meinen Erfahrungen partizipieren zu lassen, um für sich das zu finden, was sie selbst ein Stück weit glücklicher und zufrieden macht. Und dafür trete ich an. Und seitdem ich mich und die Menschen innerhalb unseres Unternehmens darauf ausgerichtet habe, passieren ganz wundervolle Dinge. Erläuterung, ein biografisches Buch und eins, was Denkanstöße gibt, was Unternehmenskultur und Führung angeht. Ich danke Ihnen, dass Sie bei uns sind.